Hallo zusammen und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Nützliches für die Werkstatt oder für den Hobbyschrauber. Beziehungsweise Sachen, die ich hier benutze, um die Arbeit anständig durchführen zu können. Heute im Programm ein Refraktometer. Viele von euch sollten es kennen, ein Refraktometer. Einige werden sich fragen, hä, was ist das? Ja, ein nützliches Werkzeug, welches man in der Werkstatt haben sollte. Ich packe das gerade mal eben aus und das gute Stück sieht so aus. Das ist ein Refraktometer und damit kann man den Frostschutzgehalt messen von dem Motorkühlmittel, vom Kühlsystem. Dann kann man damit den Scheibenfrostschutzgehalt messen und man kann mit diesem Refraktometer auch den Batteriesäuregehalt messen. Heißt also die Qualität der Batteriesäure, ob die Batterie aufgeladen werden muss oder halt nicht. Wie funktioniert dieses Gerät? Und das ist eigentlich ziemlich simpel. Man macht hier die Klappe offen. Hier muss ein oder zwei Tropfen von der zu messenden Flüssigkeit draufgetropft werden, üblicherweise mit einer Pipette. Die Pipette, die ich ja schon blöderweise verloren habe, deshalb muss ich die Flüssigkeit hier anders drauf bekommen. Und dann, wenn diese drauf ist, wird der Deckel zugemacht. Man schaut hier in dieses Guckloch und kann erkennen, wie viel Frostschutzgehalt oder was für einen Messwert man hat, ja, den man ermitteln will. Frostschutzgehalt für die Scheibenwaschanlage oder für den Motor. Das wäre aus meiner Sicht das Gängigste, was man damit macht. Ich würde sagen, lass uns nicht viel erzählen. Wir machen einen kurzen Praxischeck und prüfen direkt den Frostschutzgehalt von meinem Auto, von der Scheibenwaschanlage und vom Kühlmittel. So, ich würde sagen, wir fangen an, den Frostschutzgehalt des Kühlmittels zu prüfen. In der Regel, habe ich ja schon gerade erwähnt, ist eine Pipette im Lieferumfang enthalten. Ich habe die blöderweise verloren. Ich mache das mit einem Schraubendreher. Ich tunke den Schraubendreher ins Kühlmittel rein und setze hier ein paar Tropfen drauf. So, dann verschließe ich die Plastikkappe, schaue rein und sehe, dass mein Auto ein Frostschutzgehalt von knapp minus 40 Grad Celsius hat. Und ich würde sagen, ich zeige euch das einmal, wie das hier drinnen aussieht. Hier können wir erkennen, die mittlere Skala. Es ist jetzt gerade nicht einfach, euch das so zu zeigen. Geht mein Frostschutz dort bis knapp vor minus 40 Grad. Und oben können wir sehen, da ist die Bezeichnung Propylen und Ethylen. Da muss man halt aus seinem Kühlerfrostschutz entnehmen, was man gerade hat. Ja, das war der Frostschutzgehalt von meinem Auto. Und jetzt würde ich sagen, prüfen wir einmal den Frostschutzgehalt von der Scheibenwaschanlage. Hier gehen wir genauso vor. Einmal den Schraubendreher eintunken. Hier ein bisschen von dem Frostschutz von der Scheibenwaschanlage hier drauf schmieren bzw. einmal benetzen. Den Deckel schließen, gucken, dass keine Bläschen drin sind. Und ich sehe, mein Frostschutz für die Scheibenwaschanlage ist haltbar bis minus 20 Grad Celsius. Ich würde sagen, ich zeige euch das noch einmal. So, und hier rechts im Bild kann man gut erkennen, das ist der Cleaner, das ist der Scheibenfrostschutz und der ist haltbar, ja, bis ungefähr minus 21 Grad Celsius. So, Freunde, das waren die 5 Minuten des Frostschutzgehaltprüfers für Kühlerfrostschutz und für den Frostschutz der Scheibenwaschanlage. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Interesse daran habt, einfach draufklicken und euch so ein Teil zulegen. Besonders in dieser kalten Jahreszeit, ja, ist es gefährlich, zu wenig Kühlerfrostschutz oder zu wenig Kühlmittelgehalt im Motor zu haben oder auch in der Scheibenwaschanlage. Denn ratzfatz ist der Scheibenwaschmotor kaputt. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao, euer Schrauber.